Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Krischi, hallihallo. Moin moin und das Sascha. Fast gut. Fast. Ja, hi. GG. Zweite Folge im Versuch hier Vanabolis zu lösen. Von den 5 ursprünglichen Kontrollmodulen sind nur noch 2 übrig. Indeed. Und es ist nicht ganz so einfach, gerade da ranzukommen, weil uns leider ein wenig schwarze Monster, Magie, Krams, Gedöns, Blumps den Weg versperrt. Das heißt, wir müssen irgendwo noch so ein schwarzes Auge finden und zerstören. Darf ich dir einfach was eingießen? Im Moment nicht, danke. Das heißt, Sascha dreht jetzt erstmal wieder alles. Und versucht hier trotz der Mechanics. Ist da die Truhe offen? Ist geschlossen noch? Ja. Oh, hol sie dir mal. Gleite hin. Gleich, Mensch. Lass mich erstmal checken. Loot! Halt die Schnauze. Das ist die andere Truhe. Das ist kein Auge. Eine antike Achse. Das ist gut. So eine brauchen wir noch. Da sehe ich auch nirgends ein Auge. Wir wissen ja auch nicht, ob die Augenidee richtig ist, aber sie ist zumindest naheliegend im Moment. Wo? So, warte mal. Dann machen wir das doch jetzt nochmal wieder, dass wir dich hier drehen, dich hier drehen und dich lassen. Stromkreis einmal nochmal wieder intakt setzen. Dann halt nicht. Ich will nochmal runter. Ich will das nochmal runter. Verdammt. Nein. Aber da unten habe ich das Auge zerstört. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Oh. Dezente Ahnungslosigkeit. Trifft auch eine Menge Bullshit. Don't wait for me, my friend. Ist halt die Frage, ob du hier irgendwo was kaputt machen kannst. Geh mal runter vom Fahrstuhl. Na, da oben kann ich an den stehen, soweit ich weiß. Bitte? Ich glaube, da oben kann ich nirgends stehen. Doch, hinterm Fahrstuhl. Auf der Fläche. Da oben ist eine Fläche, auf der ich stehen kann. Echt. Hinterm Fahrstuhl, ja. Vielleicht kannst du von da irgendwie nochmal ins Fenster zielen und musst was kaputt machen. Ach, stimmt, hier kann man stehen, ja. Hast recht. Komische elektrische Kugel. Also, die bewegt den Aufzug. Ich hätte das eher gedacht im Fenster da unter. Ja, aber das Fenster da unter kann ich von hier schlecht ziehen. Ja, aber da sieht man auch nichts, ne? Da guckt kein Auge raus oder sowas. Wenn du dich rübergleiten lässt, was passiert dann? Kannst du irgendwas auf jeden Fall? Ja, ich kann die elektrische Kugel da nehmen. Wenn ich in Range wäre. Ich aber von hier aus nicht bin. Ha, das ist tricky, das ist tricky. Was wäre, wenn du hier absteigst? Nichts, ne? Was soll's mir bringen, ne?
Ja, und probier's mal, guck mal. Ja, da waren wir ja schon mal 20. Kommst da unten irgendwie rum? Meins? Probier's, hau drauf! Nee, triffst nicht mal, ne? Ne? Und da links und rechts geht's jeweils nicht weiter. Ich bin mittelmäßig verwirrt und ahnungslos. Fast. Hier wollte ich hin. Easy going, Mensch. Junge, Junge, Junge. Immer her der Lage. Immer. Immer. So, lass mich doch, nochmal. Das war auch so geflatt. Aber guck mal, hier unten ist ja auch irgendwie noch dieser komische giftige. Ja, richtig. Aber da war ja am Ende des Ganges, hatte ich ja eigentlich alles kaputt gemacht, das schwarze Auge. Das war ja auch nicht despawned. Unter mir? Nee, unter dir wahrscheinlich nicht. Aber da war doch nichts mehr, oder? Ja, ich bin auch der Meinung eigentlich, dass ich es da kaputt gemacht habe, aber... Vielleicht durch die ganze Eruption und den ganzen Kram hat sich da doch nochmal wieder mit... ...hingetraut. But it doesn't look like that. Was passiert, wenn du jetzt den Mittelteil drehst? Bist du außerhalb? Geht immer um das Ding da oben. Ja, ne? Ah. Nur von Karma, 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 Chameleon. Ich sag's dir, wir übersehen irgendwas Essentielles. Ja. So, warte mal. Ein, zwei Ideen habe ich vielleicht auch noch. Was, wenn du jetzt hier drehst? Ist vielleicht an der Unterseite irgendwo was? Würde sich das hier mitdrehen? Das überlege ich gerade für die Oberseite. Weil ich glaube, die Dinger sehe ich von hier aus nicht. Man sieht ja immer nur das Innenleben. Genau. Heißt, ich drehe von innen die Dinger nochmal. So, weil ich hier zum Beispiel das Mittelding drehen wir jetzt nochmal. Dass irgendwas von den beiden nach oben guckt. Was sehen wir da oben noch? Da oben sehen wir nicht. Und unten auch nicht. Indeed. So, das heißt, wir drehen dich hier noch dreimal. Ne, warte mal, wir gucken in diese Richtung. Heißt, wir drehen dich hier dreimal. Du bist nach unten hin nichts. Ne, warte mal, das klappt so nicht. Doch. Ne, er dreht nämlich noch einmal weiter. Stimmt. Mama! Paraglide! Oh. Okay, hab ich unterschätzt. Auch nichts. Ja, das war fast gut, dass ich jetzt zu viel schaffe. Irgendwas, scheiß drauf. Wir kochen neu, wenn wir nächstes Mal irgendwo sind. Da oben sehe ich jetzt aber auch nichts. Das ist echt tricky, Freunde. Ich glaube fast, dass es gar nicht mal so tricky ist. Wir übersehen nur irgendwas Offensichtliches. Wieso kann ich nicht weiter noch? Wie Z to the B to the Beispiel. Und hier haben wir... ...selbiges Problem. Die Außenbahnen ändern sich ja auch nicht, ne? Lass mich weiter nach oben gucken! Ist das ein Auge oder ist das ein... Ja, das überlege ich auch schon, eine Flamme, ne? Das ist ein Auge. Das ist ein Auge? Okay, Bogen. Skillshot over 9000. Yep. Ich kann die so geht gar nicht, ne? Vielleicht musst du... dich erst quasi hochdrehen und dann das Ding so öffnen, dass du dann darauf schießen kannst. Ja. Warte mal.
würde ich aber gerne das Ding da oben haben. Das heißt, ich müsste auf... Was ist denn sinnvoll? Dass das Mittelding erstmal drehen, dass du in der Mitte hochstehst. Einfach nur. Aus dem Winkel kann ich das Auge schon... Doch, aus dem Winkel kann ich das Auge sehen. Hast recht. Fast richtig. Wie rumdrehe ich denn heute mal mein Gemüse? Ist halt echt so. Essen mit Variation. So. Nochmal, oder? Dass du höher kommst. Oder meinst du, das reicht schon? Nee. Ich kann nicht übersehen. Wir müssen nach ganz oben wieder quasi. Heißt aber, dass ich mich hier hinstelle, um es dann noch zweimal zu drehen. Und dann hier ganz oben zu stehen. Korrekt. Hallo? Bewegen? Ja. Ist überbewertet, ich weiß. So. Are you fucking taking the piss? Wenn du dich jetzt... Wenn ich das Ding jetzt noch zweimal drehe, sodass das andere Loch oben ist, kann ich mir irgendwo hin paragliden, damit ich irgendwo safe stehen kann. Ich könnte mich hier raufstellen. Aber da ist der Winkel dann vermutlich schon wieder zu spitz. Da, die Schräge. Wie soll ich darauf stehen bleiben? Naja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Lösung ist, die wir hier suchen. Ich auch nicht, aber was willst du machen? Das ist erstmal besser als gar keine Lösung oder Idee. Das ist wohl wahr. Da oben sehe ich wiederum kein Auge. Nee. Das heißt, wir machen jetzt was? Versuch. Du kannst nicht so hoch zielen, ne? Nee. Ich drehe. Drehe ich das Ding hier nochmal? Einmal. Nur das noch. Genau, irgendwie so. Stehen. Richtig. Das sind doch aber die. nee, warte. Das sind ja langsam hier die Cheatcodes. Ey, das kann doch nicht so gewollt sein. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Eieiei! Eieiei! So. Eieiei! Jetzt gehe ich noch. Gehe ich noch in die Tasche weiter nach unten? Weiß ich nicht. Kannst du zielen auf das Auge? I don't see anything. Nee, I still don't see anything. Man muss doch da irgendwie hochkommen. Weißt du, dass du drunter stehst einfach. Die nächste Frage ist, kannst du auch durch dieses Gitter schießen? Ja. Okay. Also, was ist, wenn du nach vorne gehst nochmal? Wenn du den Stromkreis wieder herstellst und dieses Ding dreht sich. Ja. Also alle nach oben, genau. Aber wenn das Ding oben ist, dann ist oben kein Loch. So, warte mal kurz. Lass ihn mal drehen. So. Jetzt darüber parachutest. Du meinst, dass ich wieder oben durch das Loch komme? Quasi. Und dann unterbrichst du die Stromverbindung. In dem Moment, wo du da auf der Seite stehen kannst. So, zum Beispiel jetzt. Dass du jetzt den Stromkreis unterbrichst. Dass das Ding nicht weiter sich drehen kann. Ach so, meinst du. Aber das Ding ist ja quasi schräg da oben hin. Ja. Ja.
eher nochmal von außen probieren. Das ist doch echt zum Kotzen. Ne, das Auge war ja hier oben an der Seite. Das wird nicht funktionieren so. Ja, aber wenn ich es von außen vielleicht schräg nach oben so an die Decke gucke. Ach so, meinst du das, ja. Das oder? Ich, ja, warte, ich hab auch noch nie. Auf welchen? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Dass ich hier aus diesem Winkel vielleicht irgendwie den Winkel. Hier irgendwo den Winkel habe, dass ich. Aber das sieht nicht gut aus. Das war doch ganz oben, oder nicht? Das müsste doch hier gewesen sein. Ach, Manu! So langsam bin ich ratlos. Ich glaube, ich würde noch mal reingehen. So. Jetzt lässt du dich mal darauf parachuten, da in die Mitte. Und da komme ich nicht an. Achso, stimmt. Ja, und dann läuft er erstmal überhaupt nicht mehr. Alles klar. Geh mal da an die Seite. Wenn du das Ding jetzt drehst. Dann ist hier einmal. Das Loch zu. Ja, ja, natürlich, natürlich. Du sollst auch nicht draußen gehen, nach draußen gehen. Ich soll nicht nach draußen gehen? Nee. Ich würde einmal... Aber hier von hier nach unten weg. Ja, warte, deshalb noch nicht drehen. Wenn du jetzt auf die andere Seite gehen würdest. Und nun... Ich mach's auch direkt, okay. Tschu. Und du würdest jetzt... Warte, spring mal nicht. Dreh dich mal um, bitte. Noch mal den Raum an. Wenn sich das jetzt um 90 Grad drehen würde, ja, kannst du nicht drauf stehen bleiben. Aber du könntest dich hier auf diese Spitze stellen. Ja. Das ist schon das nächste Modul, richtig? Ja. Versuch das mal. Könnte eventuell. Ist das das nächste Modul? Ja. Ganz sicher? Nein, probier's. Doch, ist es sehr gut. Im Winkel, ja, obwohl es könnte eventuell funktionieren. Nimm Bombenpfeil. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktionieren könnte. Ich glaube nicht, dass das der gewollte Weg ist, tatsächlich. Das denke ich jetzt mittlerweile auch. Aber ja, ich probiere es mal mit einem Bombenpfeil. Den ich da einfach oben reinjage. In der Hoffnung, das Auge kaputt zu machen. Fuck this game. Oh mein Gott, ey. Fuck this game. Was machen wir falsch? Aber erstmal kurz wieder Orientierung. Wir brauchen. Den hier brauchen wir um 90 Grad. Wir drehen einmal. Da ist aber auch ein Kackwinkel. Wozu gibt es denn überhaupt die Sicht nach da oben? Was übersehen wir?
irgendwas recht Simples, tippe ich mal. Ja, wir müssen. Das kann es nicht sein, da aus diesem 80 Meter schiefen Winkel da reinzimmern zu müssen. Den Sprung werde ich so nicht schaffen. Dann drehen wir doch mal bitte nochmal das nicht hier, wo ich stehe. Was ist jetzt geradeaus durch? Das ist die Kiste hier auf der Außenseite. Ha, 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 ha. Hier ist aber auch kein Auge mit bei. Kann ich hier noch zweimal drehen? Sehen Sie die pure Verzweiflung im Gesicht zweier erwachsener Menschen, die keine Ahnung haben, was dieses Spiel eigentlich von ihnen möchte. Indeed. Guck mal, wenn du jetzt da oben drauf stehen würdest, wäre das nicht Premium? Schade. Weißt du, da wo jetzt die Säule ist, da. Dass du so auf dieses Ding drauf kommst und dann da hochklettern kannst, ob das geht? Also dann quasi genau drunter stehst. Das heißt, ich muss das Ding zum Drehen bringen und ich muss das Ding. Ja. Also wir brauchen erstmal Stromkreis. Okay, du machst es jetzt anders, als ich gedacht hätte. Ja, ich muss ja erstmal irgendwie nach oben kommen, um da runter springen zu können. Das meinst du, ja. Na komm! Ich hab mich einfach ganz stumpf. Ich hätte nur die Mitte gedreht und wäre dann auf dieses flache Ding geflogen und hätte versucht hochzuklettern. Ich glaube, das hätte wieder nicht funktioniert. So, wie häufig habe ich das... Achso, das klappt ja gar nicht so. Dreimal habe ich das Ding hier außen gedreht, ne? Habe ich nicht gesehen. Oder kannst du, während das Ding fährt, einfach schießen? Nee, das nicht. Weil wenn der Stromkreis geblieben ist, ist das Ding ja oben gar nicht offen. Aber wenn das hier am höchsten Punkt ist, drehe ich einfach jetzt das Ding. Genau, und machst hier Stopp, ne? Genau. Ganz genau. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einmal oder zweimal drehe. Oder dreimal vielleicht sogar. Ich glaube immer noch, dass ich den Sprung nicht schaffen werde. Wenn du ihn nochmal drehen würdest, was würde dann passieren? Wir gucken uns das mal in aller Ruhe an. Vielleicht ergibt sich ja noch was Besseres. Das zum Beispiel. Hat, glaube ich. Aber noch kein Loch. Genau, den hatten wir schon. Dann musst du ihn nochmal drehen. So. Ob der schräge stehen kann? Bestimmt. Naja, ich bin mir nicht sicher, aber. Let's try it. Doch, kannst. Nein. Er läuft halt schon wieder weiter. Mann, ey, Controller. Aber ich sehe auch das Ding tatsächlich gar nicht. Gut. Oder du kannst dich ja locker draufstellen. Das ist ja safe. Jetzt kann ich ja recht simpel hier wieder weit drehen. Vielleicht zweimal.
2. Was ändert das? Du bist noch von der anderen Seite oben. Und komm da trotzdem nicht rauf. Ob ich das abtimen kann, dass ich da rauf springe? Ja, müsste gehen. Junge, das ist nie im Leben der vorgesehene Weg. Nie im Leben. Ja, wer weiß. We'll make it the right way. Have it your way. So. Warte, und jetzt muss ich hier. Nice, okay. So, wenn ich dich jetzt nicht treffe, ey, dann kriegst du niemand so hart an den. Nee. Kannst du noch darauf klettern? Kann es sein, dass das Ding schon was kaputt ist? Wir haben es nur nicht gehört. Na, ich sehe zumindest kein schwarzes Zeug mehr, ne? Doch, scheiße. Doch, da ist das Auge. Das chillt da noch. Ah! Kommst du da hoch? Nee. Naja, das wird ihn auch nicht kaputt machen, ne? Alles klar. Wie soll das funktionieren, liebe Leute? Ich bin echt ratlos. Ich zur auch. Zeit. Du wirst ihn von da auch nicht treffen. Glaube ich nicht. Irgendwas bedenken wir hier komplett falsch, glaube ich. Ja. So weit waren wir ja schon. Ja, warte mal. Er ist kaputt? Oder nicht kaputt? Ich glaube schon, du hast ihn erwischt, oder? Guck mal mit Fernglas. Bitches. Das war gerade das Fernglas. Das war das Fernglas dort. Ist er kaputt? Ja, ist er. Und das war garantiert der Weg. But I don't give a fuck. Oh, wir sind bei 27 Minuten. Krischi da vorne machen. Ja, wir gucken mal auch ganz schnell, ob du jetzt Erfolg hattest. Die 2 Minuten haben wir jetzt noch. Wenn mir irgendjemand erzählen will, dass das der richtige Weg war, dann, ne? Ja. Screw you, Nintendo. Ach, den hat er auch komplett wieder zurückgesetzt. Irgendwie. Ja, machen wir noch einmal kurz. Doch. What the fuck? Ja. Können jetzt da reingleiten. Nie im Leben der vorgesehene Weg. Wollte ich gerade sagen, nie im Leben war das richtig. Sieht das aus, als wenn das der Ausgang wäre. Ja, richtig. Gut, liebe Leute. Wir haben uns irgendwie einen Weg geschaffen. In der nächsten Folge kann Krische hier weitermachen. Wir danken für's Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, bis die Tage. Tschüss. Ciao.